Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Ärzteverband warnt vor Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Es müsse ohne Ausnahmen die vereinbarte Notbremse gezogen werden, sagte die Chefin des Marburger Bundes Jona der Neuen Osnabrücker Zeitung. Zu Ostern werde die Lage noch kritischer sein als schon zum Jahreswechsel. Hamburg macht bereits heute Öffnungsschritte wieder rückgängig. Schwesig fordert zusätzliche Wirtschaftshilfen für Gastronomie und Hotels. Anders sei eine weitere Schließung nicht zu vermitteln, angesichts der durchgehenden Öffnung anderer Branchen, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin in den Tagesthemen. Sie plädierte mit Blick auf den Bund-Länder-Gipfel am Montag zudem dafür, Urlaub im eigenen Bundesland zu erlauben. Bundesregierung stuft Polen als Corona-Hochinzidenzgebiet ein. Damit ist die Einreise aus dem Nachbarland von Sonntag an nur noch mit einem negativen PCR-Test erlaubt. Hintergrund sind die zuletzt drastisch gestiegenen Infektionszahlen in Polen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt deutlich über 200. Vulkanausbruch im Südwesten Islands. Der Fagradalsfjord liegt nur 40 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavik entfernt, unweit des internationalen Flughafens. Evakuierungen sind vorerst nicht nötig. Der Vulkan war 900 Jahre inaktiv. In den vergangenen Wochen hatte es in der Gegend aber tausende kleinerer Erdbeben gegeben. Leipzig besiegt Bielefeld. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga hat das Team von Trainer Nagelsmann 3 Punkte eingefahren. Durch den Treffer von Kapitän Sabitzer halten die Leipziger Anschluss an Tabellenführer Bayern München, der Ostersamstag nächster Gegner ist. Das Wetter. Heute im Süden und Südosten Sonne und Wolken, vor allem in Alpennähe Schneeschauer. Im Norden Bewölkungszunahme und örtlich Regen. Am meisten Sonne vom Westen bis in die Mitte. Höchsttemperaturen von -3 bis +8 Grad.